Nancy und Ellie kehren heim. Manuel wartete in der Gartenlaube meines Hauses. Die leichte Feuchtigkeit der Nacht verstärkte den Duft der Blumen. Ich holte uns heiße Getränke und Kekse, und wir setzten uns gemütlich hin. Titch legte seinen großen Kopf in Manuels Schoß. Mir wurde bewusst, dass dies eine große Ehre war. »Jetzt hast du andere Oberflächenbewohner getroffen, die hierher gekommen sind und bleiben möchten«, begann der Mann mit dem langen, fast weißen Haar. »Genau wie du hatten sie bestimmte Erfahrungen, die sie hierher gebracht haben. Menschen von der Erde kommen nicht einfach zufällig zu uns. Es war auch kein Zufall, dass euer Schiff unterging und du gerettet wurdest. Noch war es ein Zufall, dass Lex zu uns kam. Er wusste seit langem von uns.« Nancy ist jedoch nicht besonders willkommen. Wir wussten, sie würde nicht hierher passen. Aber wir gaben ihr eine Chance, weil ihr befreundet seid. Es ging nicht gut. Ich habe mit ihr gesprochen und sie wird morgen früh über die Mount Shasta zur Oberfläche zurückkehren. Wir werden finanzielle Hilfe zur Verfügung stellen, da sie ansonsten nicht heimkehren könnte. »Das ist nicht, was Ellie will«, seufzte ich. »Aber sie kann immer noch zurückkehren, wenn sie älter ist, wenn sie uns nicht vergisst.« »Wir haben entschieden, dass es deine Pflicht ist, mit ihnen zu gehen, Tim.« »Ich nehme an, ich muss alles andere als erfreut geschaut haben.« Da begann er zu lachen. »Du musst sie nur zum ersten Flug nach Seattle bringen. Dann kannst du sofort zurückkommen. Das heißt, falls du nicht versucht bist, eine Weile auf der Erde zu bleiben.« Ich schüttelte meinen Kopf energisch und er begann zu lachen. »Wir werden dich morgen rechtzeitig wecken. Geh zu Nancy. Dort wird ein Luftkissenboot bereitstehen. Nancy wird einige Edelsteine mitnehmen, sodass sie finanziell zurechtkommt. Arniel möchte dich sehen, sobald du zurück bist. Deshalb kontaktiere mich dann sofort. Gute Reise.« Mit einem Lächeln umarmte er mich und ging durch die Türe. Als ich mich umsah, war er fort. Am Morgen wurde ich von einem kleinen Vogel geweckt, der wie ein Kanarienvogel auf meiner Schulter zwitscherte. Ich zog mich an und eilte zu Nancys Haus. Nancy saß draußen auf ihrem Koffer. Ellie saß auf dem Gras und die Tränen strömten über ihr Gesicht. Titch setzte sich neben das Mädchen und schaute, als ob er versuchte, sie zu trösten. Sie vergrub ihren Kopf in seinem riesigen Hundehals. Ich hob sie sanft in das Luftkissenbuch. Nancy neigte ihren Kopf leicht in meine Richtung und fragte, »Kommst du mit uns?« »Nur bis zum Flugzeug.« Sie stieg ins Fahrzeug und ich saß vorne. Sie mied es, mich anzusehen, und ich hoffte, die ganze Reise wäre schnell vorüber. »Ich dachte, du wärst ehrenwerter«, bemerkte Nancy. »Ich hätte nie gedacht, dass der beste Freund meines Ehemanns so unzuverlässig sein könnte.« Ehrlich gesagt war ich erstaunt. »Weshalb bin ich unzuverlässig?«, fragte ich. »Erst machst du mich an, und sobald wir hier waren, hast du mich für dieses blonde Flittchen stehen gelassen. Du weißt, diese Frau, mit der du getanzt hast. Ich wurde unter Vorspielung falscher Tatsachen hierher gebracht. Ich fühle mich betrogen. Das ist nicht das Paradies. Es ist genau das Gegenteil.« »Du wirst wahrscheinlich feststellen, dass du das hier mit hergebracht hast«, entgegnete ich und unterdrückte meinen Ärger. »Hast du nicht die 7 Tugenden gelernt, die ich jeden Tag wiederholt habe? Wir leben in diesem Land danach. Wertschätzung, Mitgefühl, Vergebung, Demut, Verständnis, Wagemut und natürlich bedingungslose Liebe.« Ellie zitierte diese Zeile. Ich hatte gedacht, sie sei neben Titch eingeschlafen. Mein Hund machte ein sprechendes Geräusch, dieses Hundegemurmel, das die meisten Hundebesitzer verstehen würden. »Und das beinhaltet keine Eifersucht«, fügte ich hinzu, »vor allem, da ich dich nie ermutigt habe. Das war deine Interpretation.« Nancy hatte keine Zeit zu antworten, da das Fahrzeug in dem enormen Bahnhof landete, den ich bereits beschrieben habe. Wir fuhren an einer der Schienen entlang in einen Tunnel. Ellie legte ihre Arme um Titch, aber er saß kerzengerade und starrte in die Dunkelheit. Auf den Tunnelwänden befanden sich kleine, schwache Lampen, somit konnte ich Nancys starres Gesicht und ihre herabhängenden Mundwinkel sehen.
Dann legte sie ihre Hand auf meinen Arm. »Kannst du mir nicht vergeben? Dann ist wieder alles wie zuvor«, fragte sie. »Dann kann ich euch ab und zu besuchen kommen. Ich bin jetzt reich, dank deiner großzügigen Freunde.« »Hierher zurückzukommen wird nicht so einfach sein, wie du glaubst«, antwortete ich grimmig. »Du warst dank mir hier und wirst nicht hierher zurückkehren können, es sei denn, ich wünsche es. So funktioniert es.« Nancy war den Rest der Reise still, während Ellie über all ihre Erfahrungen plauderte. Aber sie war froh, zu ihrem alten Haus und ihren Freunden zurückzukehren. Sie würden ihre Geschichten nie glauben. Als wir aus dem Luftkissenboot ausstiegen, zwitscherte sie, »Bald werde ich Garth, Lily, Polly und Anne von unserem Telefon aus anrufen können. Und Mama wird uns im Sommer zu Ausflügen fahren.« Das schwere Tor hallte mit einem hohlen Klang hinter uns, als wir die Treppen zum Mount Shasta hinaufstiegen. Draußen im Park Ariel stand ein Taxi. Der Fahrer näherte sich und rief meinen Namen. Das Taxi war reserviert und würde uns direkt zum Flughafen bringen. Wir stiegen ein. Ich werde nie Nancys letzte Worte vergessen. Ich streckte meine Hand aus und wollte sie freundlich umarmen, aber sie ging zurück und stand auf der untersten Stufe des Flugzeugs. »Ich hasse dich, Tim«, erklärte sie ernst. »Ich werde meine Rache bekommen und dir richtig schaden. Ich werde mein Bestes geben, um Ellie davon abzuhalten, je hierher zurückzukehren. Ich verachte dich, Timothy.« Ich glaubte Nancy nicht eine Sekunde. Sie hatte ein hitziges Gemüt, aber ich fühlte mich nicht gut. Ich beugte mich zu Titch und tätschelte ihm den Kopf. Er leckte meine Hand und ich fühlte mich sofort besser. Hunde sind nicht nur unsere besten Freunde, sie sind mehr als das. Sie sind unser Gewissen, gut oder schlecht. Sie lecken unseren Ärger hinweg, bevor er sich verschlimmert. Und ihre ergebenen Gesichter geben uns Kraft und Mut. Titch und ich kehrten ohne weitere Hindernisse nach Teles zurück. Und ich ging direkt zu Großmutters Haus. Lex war natürlich da und Edmund, während Wendy und ihr Cousin Pierre sich gegenseitig im schönen kleinen Garten jagten. Es war schön und erholsam, glückliche Kinder und ihr fröhliches Lachen zu hören. Titch schloss sich ihnen sofort an. Lex lachte, als er von dem unangenehmen Abschied von Nancy erhörte. »Ärgere dich nicht über diese Frau. Sie kann dich hier nicht verletzen, Tim«, sagte er. »Vergib ihr, bete, dass sie die Hilfe bekommt, die sie benötigt. Lass alle Gedanken an sie los. Sende Licht und Liebe, um das Böse zu ersetzen. Bedenke, dass das Böse das Licht nicht überlebt. Deshalb sende jede Menge Licht.« Ich weiß das alles bereits, aber es schadet nie, an gute Dinge erinnert zu werden, an die Nähe des großen Lichts. Wir Erdlinge vergessen das leicht. Als ich heimkam, warteten Arniel und Manul in der kleinen Gartenlaube in meinem Garten. Ich machte mir erst gar nicht die Mühe, ihnen von Nancy zu erzählen. Mir war klar, dass sie es bereits wussten. »Vergiss, Nancy, die Oberfläche und all die unangenehmen Dinge, die du erfahren hast«, sagte Arniel. »Wir haben andere Neuigkeiten. Zuerst wirst du mit deiner Großmutter und den anderen auf eine Reise gehen, und Manul wird euch als Führer begleiten. Es wird eine recht lange Reise werden, da ihr mehr über unser Land wissen müsst, wenn ihr beabsichtigt, hier zu bleiben. Es wird auch für die Kinder gut sein. Ellie hätte bleiben sollen, da wir begabte Kinder wie sie hier benötigen. Ich denke, sie wird zurückkommen und vielleicht wirst du sie dann abholen, Tim. Aber das liegt in der Zukunft. Wenn diese Reise vorüber ist, hätten wir gern, dass du als Verbindungsperson zwischen der Oberfläche und hier agierst. Du wirst später informiert, was das beinhaltet. Aber ich kann dir jetzt schon jede Menge aufregende und lehrreiche Abenteuer versprechen. Du wirst viele Menschen treffen, da du noch viel von dem Erdling in dir trägst, was wir bewahren möchten, da es so positiv ist. Du wirst bald eine Bekanntschaft machen, die besonders wichtig und lehrreich für uns alle sein wird.«